So. So, jubidu, hallo und herzlich willkommen zurück zu Netbeginns Haus von Watchway, Kapitel 10, Stufe 4. So, unser Team schaut so aus, also dass du rausfliegst und wir wieder unseren All-Time-Favorite mitnehmen. Und zwar El Cumbulo. Krass, einfach das. Ich verstehe auch gar nicht den Sinn von dem Ganzen, ne? Verstehe echt irgendwie den ganzen Sinn von dem Ganzen nicht, ne? So. Haben wir erstmal hier so ein paar Helden raus, ne? Bis ich die ganze Scheiße denn eliminiert habe. Komm, schnell, 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 schnell. Wir brauchen mehr Gerät. Okay, so eine haben sie jetzt schon zerstört. Schade. Aber meine Helden leben noch. Vier Stück Helden leben noch, ne? Vier leben noch. Und jetzt kommst du ins Spiel. Komm. Wahrscheinlich ist es immer so, sobald man so einen gewissen Punkt erreicht bei dem Spiel, bei dieser Herausforderung hier, kommen keine oder wenig feindliche Verstärkung nach, ne? So, 8, 9, 10. Je mehr wir davon haben, desto besser ist das, ne? Zyklon hier draufhauen. Ich hoffe nur, dass es schneller geht. Nein, geht nichts schneller. Oh, die eine Tante hat verloren. Holy fucking shit, ne? Das ist noch 1:14 Zeit, ne? Für die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Komm, jetzt gib halt Stoff, Alter. Interessant, ne? 45 Sekunden, ne? Also ich finde das weder schwierig noch. Ja, es ist nur schwierig, aber. Ich weiß halt nicht so genau, warum. Ich verstehe nicht so genau, warum, ne? Weil es gibt bestimmt Goodies, ne, die man gebrauchen kann. Aber es ist im Vergleich hier ziemlich wenig. Oh, okay, wir können Zyklon einsetzen. Juppidu, juppidu. Ja, es gibt halt Handschellen und so weiter, aber ich bin halt schon Level 25. David, sagen wir vielen lieben Dank für ein Reinschauen, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Ciao dabei.